Die Erziehergruppe 21.1 des Oberlin-Seminars in Berlin-Lichterfelde, 132, beschäftigt sich heute mit der Problematik zum Taupunkt. Wir haben rechts von mir die Elisabeth, links von mir die Jackie, die zu diesem Problem einiges sagen werden. Elisabeth, stellt uns erstmal vor. Bitte sehr, Elisabeth. Genau, also das Plakat entworfen haben einmal die Jackie, der Moritz, die Kimi und die Anna. Und hinter der Kamera heute steht der Sasa. Und das alles haben wir mit unserem Lehrer, Herrn Dr. Ebel, gemacht. Ja, und jetzt wird euch Jackie etwas über den Taupunkt erzählen. Ja, kommen wir erstmal zum dazu, was ist der Taupunkt? Und zwar, der Taupunkt ist die Temperatur, die bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit und konstantem Druck unterschritten werden muss, damit sich Wasserdampf als Tau oder Nebel abscheiden kann. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit kann der Körper nur wenig Wärme nach außen abgeben und ist wenig belastbar. Körperliche Anstrengungen bei hohen Temperaturen in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit können dazu den Organismus abschwächen und sogar stark strapazieren. Zum bildlichen Beispiel, da nimmt Luft geringes Wasser auf und je höher die Temperatur ist, desto mehr Wasser kann aufgenommen werden. Ja, das kommt doch mal mit drauf. Das war also mal wieder die Erziehergruppe, die recht produktiv an unserer Schule ist, finde ich. Ja, es bleiben aber noch einige Videos offen, die wir dann in der nächsten Zeit uns anschauen werden. Also bleibt dran und abonniert den Kanal. Richtig, bis hierher. Okay. Komm mal her. So, jetzt ist es besser. Hi. Oberlin.